Hallo und herzlich willkommen zum Euro Truck Simulator 2013 ist es, glaube ich. Auf jeden Fall die neueste Version Euro Truck Simulator 2. Und das ist zwar nur die Demo, aber ja, wir werden die jetzt einfach mal starten und so. Und was deaktivieren. Und zwar habe ich hier schon mal einen Account erstellt, dass es nicht alles so lang geht und sowas. Und dann laden wir mal meine Spieledateien. Ich habe gerade mal gleich mal einen Unfall verursacht, wenn das die Dateien sind. Warum lädt er jetzt zweimal die Dateien? Ist der ein bisschen behindert? Ja gut, dann lad mal. Ja genau, hier habe ich meinen Unfall verursacht. Hammer geil. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hin soll. Und ich finde auch der LKW fährt sich ein bisschen schwammig. Finde ich jetzt so persönlich. Habe ich jetzt ein Tempomat rein? Ich muss kurz in die Steuerung gucken. Tut mir leid. Aktueller Auftrag. Spanplatten. Stuttgart. Und wo soll das hin? Nach Stuttgart. In Stuttgart einfach rumfahren oder was? Behindert. So. Tastenbeleg. Gasbremse rückwärts, Motor anders abstellen. Muss man die Handbremse rausmachen? Feststellbremse? Motorbremse B. Linker Warnblinkanlage, Lichtmodi. Fernlicht, Rundumleuchte, Beschreibung, Tempomat C. Tempomat C, ja. Gucken wir doch gerade mal. So, Tempomat auf C. So müsste draußen sein, glaube ich. Nun fahren wir jetzt einfach mal diesen Auftrag. Warum leckt das jetzt? Ist mein PC zum allzu doof? Oh, hammer geil. Erstmal die Feststellbremse anziehen. Weil wir es können. Das mit den Rückspiegeln finde ich ganz cool. Müsste ja auch wirklich geil funktionieren. Finde ich ganz cool. Wir haben gleich mal Schaden an der Zugmaschine gekriegt von vorher. Ich hoffe, das wird jetzt nicht allzu schlimm sein. Boah, jetzt kriegen wir aber ganz schön Speed drauf hier. Ich glaube, wir müssen mal bremsen. Bremst doch, du! Oh! Leck mich im Arsch. So ein Säckel bremst du einfach nicht. Boah, geiles Handy, Alter. Geiles Handy. Ja, ihr könnt die Demo kostenlos im Steam euch runterladen. Braucht nicht allzu lang. Mir hat's, glaube ich, 20 Minuten gebraucht oder so. Jetzt fahr doch, du Säckel. An die keine Hupe. Doch, ihr habt eine Hupe. Alle weg hier. Muss ich denn überhaupt hin? Geradeaus. Schön MAN habe ich mir ausgewählt. Sie haben eine neue Arbeitsagentur entdeckt. Jetzt zeig mir mal lieber mein Navi wieder. Das Rot. Das Grün. Jetzt fahr doch auch. Oh. Ich darf kein Gummifahrer werden. Auf keinen Fall. Es wird nur Tode geben. So, da haben wir jetzt einen LKW hinter entdeckt. Leck mich am Arsch! Boah, war das knapp. Weil ich weiß, dass man bei Überfahren einer roten Ampel kriegt man einen Strafzettel. Der kostet, glaube ich, 400 Euro oder so. Drücken wir mal F1. Gucken mal, wie viel Schaden wir gekriegt haben. Ah, hier ist nochmal Frachtscheiße. Telefon. Schaden 5%. Oh Gott, die Ladung hat auch Schaden gekriegt. Das ist nicht so gut. Ich hoffe, das wird mir nicht... Ah, das war jetzt nicht das. Ich will das. Das war Willi. Das. So, ich schätze mal langsam hier grün hier. Ich habe mir auch gar nicht gemerkt, wo die Blinker postiert sind. Also auf welchen Dingern da. Ey, LKW ist am Vorfahrt. Leck mich am Arsch.
Eingabe. Da war jetzt gar nicht lang rum. 3 Kilometer sind wir gefahren. Hammer cool. Bin mal gespannt, wie viel man in der Demo machen kann. Es gibt ja so Demos, wo du endlos spielen kannst oder eine Stunde oder 2 Missionen oder irgend sowas. So, geile Firmenzentrale. Richtig modern, aber wir haben ein Auto. Okay. Schlichte Garage, nichts Besonderes, aber immerhin ein Anfang. Ja, das stimmt. Ich habe noch keine LKWs. Geld verdienen, um LKW zu kaufen. Viel Glück, danke. Was ist das jetzt? Hier, ich will fahren. Ich will kein LKW kaufen. Was kann man hier so alles machen? Auftragsangebot. Schneller Auftrag. Ich habe keinen Auftrag. Doch, hier. Gummireifen. Wo muss das Zeug denn hin? Zu Carrefour, nach Frankfurt, Frankfurt, Zürich. Ich würde gerne nach Zürich. Ich möchte es machen. Wie kann ich den jetzt annehmen? Okay, so. Ja, die Muxi ist ja richtig fett im Hintergrund. Nur doof, dass sie sie nicht hört. Wow. So, da sind wir. Mit den LKW schon hinten dran. Ich will raus aus dem Ding, den Anhänger. Jo, Hammer. So, wo geht's denn hinaus? Da wahrscheinlich. Also wenn mir das Spiel gefällt, dann kaufe ich es mir vielleicht. Nicht! Ihr forzt euch alles so schwammig, das ist unglaublich. Hau einen Rückwärtsgang rein. Komm mal. Jetzt bin ich im Vorwärtsgang. Dummer LKW. So, da müssen wir links einfach über die Kreuzung heizen. LOL. Dafür habe ich jetzt aber keinen Schaden gekriegt, dass das so eine dumme Kreuzung ist. Er ist so ein dummer Hubbel. So, dann würde ich sagen, machen wir noch die Fahrt nach Zürich. In die schöne Schweiz. Oh Gott. Wehe, ich krieg dafür einen Strafzettel. Wehe, 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 wehe. Boah, ich verliere mir sofort die Kontrolle über den Scheißdinger hier. Ich glaub, ich habe keinen Strafzettel. Probieren wir mal gescheit zu fahren. Probieren's. Dann werden wir die jetzt hier mal kurz überholen. Schon geilen. So ein LKW mit wie viel Tonnen? Keine Ahnung. Überholt mal kurz so 2 PKWs, die eigentlich viel schneller sein müssten. Oh, ich musste abbiegen. Bremst doch. Nicht du bremsen, ich bremsen. Wir bremsen. Fahr einfach weiter. Fahr weiter, du Spacken. Ich komm sonst hier nicht hoch. Boah, Gott sei Dank, ey. Jetzt gib mal ein bisschen Gummi, du doofes Auto. Kommt da was? Ne, kommt nix. Sie haben Post. Dein Ernst? Warte mal kurz. F1. Ich hab Post. Ich dachte schon. Ja, toll. Interessiert mich. Juckt mich nicht. Aber finde ich cool, dass es so eine E-Mail-Funktion gibt hier. Muss man so ein bisschen sein E-Mail. Ach, LKWs fahren doch immer rechts der Spur, gell? Wow, da wäre gerade fast schief gegangen. Hätte er nicht gebremst. Dankeschön. Dafür. Seit wann ist auf echt Warnblinkanlage? Alter, was ist das für eine Steuerung? Na gut, ich bin vielleicht auch Landwirtschaftssimulator gebucht. Wir müssen da nicht raus. Also ich fahre wirklich unter aller Sau, aber das ist mir eigentlich auch gerade egal. Müssen wir da raus? Hä? Was ist das hier für eine sinnlose Spur? Da müssen wir raus. Also abbremsen. Hier ist 40 und ich fahre mit 60 in die Kurve. Aua! Fuck! Mein LKW! Mein LKW! Wie viel Schaden hat mir das jetzt gemacht?
muss einen Abschleppdienst rufen. €429. Ah, okay. Direkt der Arbeitsgerät. So, schön laden wieder. Oh Gott, ich hätte nicht mit 60 in eine 40er-Kurve fahren dürfen. Vor allem nicht mit einem Brummi. Das war nicht klug. What? Muss ich jetzt von ganz neu machen? Alter. Hast mich verarscht? Scheißspiel. Ne, reparieren brauchen wir das Ding nicht. Jetzt bin ich wieder in Stuttgart. Helden der Nation. Na egal, einfach mal jetzt mal eine Runde. Dann geht das hier ein bisschen länger, dieses Video, aber ist ja. Dein Ernst? Boah, dieses Schadenssystem geht einem ja schon manchmal auf die Eier. Wenn man so Landwirtschaftssimulator spielt oder so, wo man halt überhaupt keinen Schaden kriegt. Können wir nochmal kurz F1 drücken und gucken, wie viel Schaden wir jetzt haben. 5% und die Fracht auch. Och nö. Nur weil ich auf diese scheiß Bordsteinkante gefahren bin. Jetzt sind wir wieder komplett am Anfang. Alles neu erfahren. Ey, ich hab Radio. Und go, go. Haben wir eigentlich hinter uns welche? Ich seh's. Oh mein fucking Gott. Langt das? Was sieht die? Schön wieder gefailt. Dann fahren wir halt jetzt das Zeug noch. Diesmal probiere ich ein bisschen vorsichtiger zu fahren. Hoffentlich klappt dies. Oh Gott, hier muss ich langsam tun. Ah, beziehungsweise nicht langsam tun. Ja, er muss ein Mittelding finden. Weil nicht umkippen, aber schnell da hoch. Und du weg. Schnell weg. Weg. Oh. Was ein Säckel, ey. Wie dumm muss man sein? Alter Vater. Geht gar nicht, ja? Geht gar nicht. Ah, wir sind ja schon fast wieder da, wo wir umgekippt sind. Diesmal werde ich mit höchstens 20 in die Kurve gehen. Das wird eh nie klappen. Ich gucke nie in die Rückspiegel, bevor ich irgendwie rüberziehe. Na, scheißegal. Obwohl, nee, da muss ich wieder 400 Euro zahlen. Lass mal. Also, die Bäume sehen ja mega geil aus, ja? Brems, du. Brems. Also die Kurve ist echt ein Scheiß. Warum gibt der Gas? Der behindert. Okay, jetzt können wir wieder Gas geben. Ey, du! Ah, du Säckel! Krieg ich noch meine Hupe ab? Oh, ich habe keine Beine.